Jo Leute, willkommen zur dritten Folge Turo und wir joinen. Ach, stimmt, ich kann nicht bewegen. Und ich versuche Zuckerrohr zu finden. Oder beziehungsweise auch den Dschungel, damit wir auch was Geiles im Nether holen können. Nicht wahr, Schatzi? Definitely. Oh, Junge, durch den Nether zu bauen, habe ich auch keinen Bock. Ich lauf lieber. Wieder drauf. Also, oh Mann. Ich habe einfach nur Angst, dass ich jetzt von irgendjemandem gechased werde. Ich habe Angst, dass ich auch. Also, dass der Zapfi hier bei mir ist, Digga. Im Nether bin ich komplett nutzlos. Und ich alleine, Digga. Es wird nichts. Ja, ich habe wenigstens noch einen Vorteil, dass ich halt eine Enderpearl habe. Da kann ich eigentlich vielleicht. Also, Nether ist eine EP auch richtig stark. Also, ich bin jetzt. Ach du Scheiße. Hier mitten im Schneebiom, also ich glaube, hier kommt kein Dschungel. Ja, also keine Ahnung, der Nether ist richtig komisch. Ja, so übelst zerklüftet oder was? Ja. Na, behindert. Ist man in der Höhle gespawnt? Nee. Es ist eine komplett große Fläche, Digga. In einer Richtung war schon jemand. Dann wollte ich da nicht lang. In der anderen Richtung ist scheiße. Ja. Na, RIP. Das sah halt gut aus, war aber scheiße. Ja, vielleicht geht doch trotzdem die andere Richtung. Keine Ahnung, du musst jetzt wieder alles zurücklaufen, das macht glaube ich auch keinen Sinn. Ja, mach einfach wie du willst. Entscheide du. Oh, ich habe auch fast kein Holz. Da unten sind Bäume abgebaut, ich habe da keinen Bock lang zu gehen. Ah, die Spielerdistance ist halt nicht hoch, ne? Ja. Außer die haben sie jetzt hochgestellt. Nirgends Zuckerrohr. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie hochgestellt haben, weil erst Folge vorbei. Ja, normal stellt man die ja höher, damit sich Leute schneller sehen, ne? Ja. Und es vielleicht so schnell an Fights kommt. Ja, aber sie haben die runtergestellt wahrscheinlich, damit es keine Decks gibt. Naja, in der ersten Folge kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Da sterben eh genug. Ja, es leben ja eh nur noch 80. Okay, ist immer noch wie vom Anfang eigentlich so, wie man anfangen könnte. Aber trotzdem. Wir haben nicht mal 80 Teilnehmer. Ja. Also sagen wir es mal so, ist noch genug zu holen. Es sind ja schon 60 tot, Digga. Über 60, 64 oder so. Ja. Junge, hier muss doch wirklich eine sein. Ich glaub, Chester und Nick waren in der ersten Folge nicht da, deswegen sind sie raus. Ernsthaft? Ich glaube, ich bin nämlich nicht. Hey, ich hab aber gesehen, dass sie gestorben sind. Achso, okay. Es sollte reichen an Essen auf jeden Fall, was ich jetzt noch hab. Hier ist kein Zuckerrohr. Ich hab kein Zuckerrohr. Auch so bescheuert, dass jetzt du einfach so scheiß Zuckerrohr suchst und ich eine verfickte Festung, Digga. So dumm. Also, dass man das machen muss, weißt du? Ungespielt like, Digga. 50 Folgen Zuckerrohr suchen. Alter. Und dann finden sie nicht mehr Zucker aus, sondern einfach einen Schwarz. Ja, Mann. Tadel Ehre. War safe abgesprochen. Definitiv. Deswegen haben die da auch unten drin gewartet. Du musst auch später vielleicht reinkommen, ne? Ich weiß, safe den Weg nicht mehr zurück. Ja, ich bin aber gerade ziemlich weit weg vom Spawn. Och man, hier waren auch schon überall Leute, man sieht überall Wolle platziert und so, och man. Also, ich weiß nicht, wenn der halt nah am Spawn ist, also ich bin nicht mehr nah am Spawn. Sollte ich dann wieder in eine andere Richtung gehen, oder? Ja, dann geh, ja, keine Ahnung, aber wenn du weit weg gehst, kannst du Zuckerrohr finden. Ja, ja, oh, ich hab Zuckerrohr. Ja, oh, wie viel? Ja, 3 Stück, oh ne, das ist hinter der Border. Alter, nee. Nee. Nee, ist hinter der Border? Es ist ein Block hinter der Border. Ernsthaft? Vielleicht kann ich es irgendwie trotzdem holen. Digga. Kannst du irgendwie Wasser oder so, dass es wegbackt oder sowas? Ja, ich versuch's irgendwie. Ich versuch Wasser hinter das Ding zu planten. Naja. Oh, geht, irgendwie musst Digga. Du. Man kann nichts machen hinter der Border. Ich kann nicht mal Wasser planten. Ja, Bruder, die RIP.
Na, dann renne ich jetzt einfach die Border entlang. Ja, ich such die ganze Zeit, Junge. Ich muss jetzt auch Essen braten, Digga. Outer Sprint. Ey, das ist echt behindert, ne? Wenn wir wirklich. Ich stell mir einfach vor, dass wir Fuldia ohne Enchant aufhalten müssen. Ja, kann ich mir vorstellen. Und so gegen so ein Kittel-Team und es wird einfach schon richtig knapp. Oh, jetzt habe ich aber Zuckerrohr, was auch noch in der Border ist. Och, Junge, ich hatte so Hoffnung gerade, dass das eine Festung ist, aber ist keine. Junge, wo ist denn hier eine Festung, Mann? Also, ich habe Zuckerrohr, aber nicht genug für ein Buch. Zwei Stück nur. Ja, egal. Bauen wir an. Geh zu nach dem Dschungel. Erstmal. Also, er sollte irgendwie 300 Blöcke oder. Das ist für mich nah. Ich gehe, ja, ja. Ich suche einfach, mein Gott, ich kann nicht mehr machen, über die Map zu rennen. Ja. Wieder jetzt näher zum Spawn von der Border weg. Man, jetzt hat man mal wieder gut Leder, weil wieder kein Zuckerrohr. Ich habe zwei Leder. Oh, fuck, ich habe auch nichts mehr gebraten, eher ein Fleisch. Weiß ich, was ich jetzt noch machen kann. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Bimmung. Oh, 4 Herzen, Digga. Ich sag das so easy so. Hoppala. Also sorry, aber hier müsste überall eine Festung irgendwo sein, ne? Also das kannst du mir nicht sagen. Theoretisch würde ich ja Takakick fragen, weil der ist als Spectator gejoint von. Mhm. Als ob der dir zurückschreibt, wo die Festung ist. Aber der schreibt eh nicht. Und ich wollte ihn fragen, so wegen Festung, ob es Festung überhaupt gibt, Digga. Ja, aber es ein bisschen, ja. Nee, schreib einfach nicht. Ne, ja, schreibe ich auch nicht. Bitte auch eh nicht antworten, aber. Ich glaube nicht, dass er ja, genau. Ich glaube nicht, dass er dann eine richtige Antwort geben würde. Wahrscheinlich dann einfach vielleicht oder so, weißt du. Ja. Junge, ey, das kannst du mir nicht sagen, Digga. Ey, kann ich mir richtig vorstellen, dass die einfach keine Festung hier haben. Bitte neuen Netherladen, danke. Ja, aber ich glaube, Tyrex achtet da schon drauf, dass es alles so gibt auf seiner Map. Also jetzt zum Beispiel Netherfestung, das ist ja schon was Elementares. Was sie wirklich ein jedes Varro eigentlich braucht. Jetzt einmal hier. Ich bin auch fast schon eigentlich auf der anderen Seite, wo ich halt eigentlich nicht hin wollte, so. Weil ich einfach komplett rumgelaufen bin. Einfach, Junge. Ich sehe schon Folge 27. Ja, wir suchen immer noch nach einer Nether-Festung. Weird Flex, Bro. Jo, ich bin bei Post 700, 700. Und sehe immer noch rein, gar nichts. Die Border war echt dann gar nicht mehr so riesig. 1000 Blöcke ungefähr. Hast du aus dem Tuvex gelesen, was er geschrieben hat? Was er machen möchte? Ja. Ja. Kann er ja gern machen. Naja. Meine Aufnahmen kriegt er nicht kaputt. Bei uns passiert eh nichts, außer dass wir sterben. Gut, einen Kill haben wir. Ja. Aber auch nur, weil der Typ lost war. Tim, ich bin tot. Ich glaube halt wirklich nicht, dass der Dschungel so richtig groß ist.
Ich glaube auch nicht, dass es hier eine Nether-Festung gibt. For real. Hier. Aber ganz ehrlich, jetzt, wenn dann irgendwie, ich sehe es schon kommen, bei irgendwie 30 Sekunden oder so sehe ich die Festung. Und dann morgen, oder nee, morgen. Doch morgen. Morgen, wenn wir dann wieder joinen würden, Digga. Also weg. Direkt gelootet. Ah, ich denke so, es wäre gut, wenn du so 2 Minuten Zeit hättest, dann noch die Chest in die Festung reinzugehen. So, ja. Das könnte reichen. Ja, hoffe ich mal, dass ich dann finde. Wenigstens nicht erwarten. Melonenrouten, die wären zwar auch gut, aber... Ja, auch noch ist Netherwarzen, Netherwarzen ist erstmal das Wichtigste. Ja, vor allem, was bringt dir die Festung, wenn ich nicht mehr den Dschungel finde? Ja doch, wird schon was bringen. Haben's andere nicht. Ja, ich weiß. Ey, Mann, hier ist immer nur normaler Wald. Außer aktuell hat er halt komplett reingeprankt, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Gut, was hätte ich denn jetzt sonst machen können? Gut, Zuckerrohr habe ich jetzt. Ich hätte jetzt einfach Dias fangen können, ne? Ja. Weiß nicht, wir haben wenigstens ja schon mal Dias, also so ist ja nicht. Oh Mann. Aber wir haben unseren Vorteil, den wir kurz in Folge 2 haben, jetzt halt wieder weg. Mann, aber es kann auch nicht glatt laufen, Digga. Boah, hier bin ich, komme jetzt endlich wo raus, Digga. Hier wieder raus aus dem Nether? Nein. Aus dem Gang, wo ich mich durchgebaut habe. Also. Überall Seelensand, ne? Geht mir so auf den Sack. Geht hier richtig auf den Piss. Könnte ich gotzen. Ah, nein, der Festung. Jawohl. Bitte, Andute. Aber, Junge, ich muss jetzt gleich noch. Ich muss. Oh, Junge. Ich hab 2 Minuten, ne? 2 Minuten 30. Ich muss absolut laufen. Ich hab. Was? Ich hab grad ein MLG verkackt. Und wie viel Herzen? 3,5. Ja, moin. Schnell, schnell, schnell. Es sieht auch noch unlootet aus. Ja, wenn da jetzt schon jemand wäre, Digga, Folge 3, Tag 2, also. 2 Minuten Vollgas. Einfach durchsprinten, Alter. Okay, da ist glaube ich schon Netherwarzen. Ja, hab Netherwarzen. Gut. Danke. Und Truhe? Und jetzt kommt die Methode, das war ein Prank. Einfach das weg. Ich nehm Sauce. Ah, ne, egal, scheiß drauf. Ich bin morgen drauf, die Folgen zu sehen, einfach zu sehen, dass es keinen Dschungel gibt. Junge, hier gibt's so viele Truhen, Digga. Ich muss hier auch noch looten. Feuerzeug? Kann ich gebrauchen. 2 Dias? Hast noch genug Zeit, Digga. Hast noch 1 Minute 30. Renn einfach noch durch. Gold. Alle weg. Ach du Scheiße, da will ich nicht runterspringen. Geh wieder zurück. Krass, wie viele Hühner. Warte, die habe ich schon gelootet, naja. Ich glaube schon. Was? Oh mein Gott. Fast 2 stehen gelassen. Leider warten. Hoppla. Na, es wäre nicht so saftig knöpft. Hier, 2 Gold nochmal. Ja, oh, über mir sind halt Blazes, aber. Wie Dias hast du jetzt? Was? Für Dias? Auf 4 Obby nochmal, scheiße. ich hab jetzt 7, 8 Stück.
Okay, dann gehen zwei für den Schaden da drauf noch. Habt du Blaze? Ja, eigentlich habe ich jetzt alles, ne? Hm. Hast du einen Blaze Rod? Ja. Ja, dann kannst du eigentlich auf dem Weg rausgehen. Ich gehe hier noch. Folge dann halt. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, was irgendwie mit Dschungel zu tun hat. Okay. Das war's in der Folge. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.